Wir werden nun gemeinsam anschauen, wie ein Passwort sicher erstellt werden kann. Dafür könnt ihr Passwort-Tipps googeln und die Seite von LehrerWeb öffnen. Diese Tipps könnt ihr euch mal durchlesen und euch vielleicht selber ein neues Passwort überlegen. Aber egal wie sicher ein Passwort ist, falls ich es vergesse, bringt es mir auch nichts. Das heißt, lieber ein Passwort, welches ihr euch gut merken könnt, anstatt ein zu kompliziertes. Die Tipps auf der Lehrwebseite, welche ich selber empfehlen würde, sind zumal für jede Seite ein anderes Passwort zu verwenden, sowie einen Passwortsatz zu erfinden. Da dies meiner Meinung nach rein menschlich gesehen eine Methode ist, mit denen man Passwörter kreiert, welche nicht so einfach zu vergessen sind. Wir machen nun ein kleines Beispiel. Wir erfinden nun ein Passwort, ein Passwort für eine beliebige Seite. Noch ein kleiner Tipp nebenbei. Je ausgefallener und verrückter der Satz, desto eher merkt ihr ihn euch. Wissenschaftlich approved. Wir nehmen nun den Satz: Mein Hund Leo stinkt bis zum eitrigen Himmel. Das heißt, wir nehmen nun die Anfangsbuchstaben der Wörter. Das sind M, H, L, S, B, Z, E und H. Nun ersetzen wir jedes L mit einem Ausrufezeichen. Jedes S mit einer 5. Jedes E mit einer 3. Diese Übersetzungen könnt ihr euch selber ausdenken. Versucht einfach dabei, Sachen zu wählen, die eine gewisse Ähnlichkeit haben, sonst kommt ihr wieder zum Problem des Vergessens. Nun sieht unser Passwort schon ein bisschen anders aus. Anschließend passen wir das Passwort einer Webseite an. Das heißt, wir verwenden einen Webseitenmarker. Machen wir ein kleines Beispiel. Ihr meldet euch bei OneDrive an. Oder bei Facebook. Nun nehme ich die ersten drei Buchstaben der Webseite, in welcher ich mich anmelden möchte, und achte darauf, dass der erste Buchstabe davon groß geschrieben wird. So ist es im Beispiel von Facebook, großes F, A und C. Diese drei Buchstaben kann ich nun vor oder nach meinem Passwort hinzufügen. Ich entscheide mich jetzt für vor. Das heißt, folgendes Passwort erhalte ich am Schluss. Wie ihr seht, ist das Passwort mit einer Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Charakteren mindestens einem Sonderzeichen, mindestens einer Zahl und mindestens einem großen Buchstaben ziemlich sicher. Falls euch das zu umständlich ist, probiert doch auf der Seite Have I been pumped? Eure persönliche Mail einzugeben. Ihr könnt dann kontrollieren, ob jemals eine Seite, in welcher ihr euch mit dieser Mail angemeldet habt, gehackt wurde. So wurde zum Beispiel in diesem Fall
wurden die folgenden Seiten, aus diesen wurden Daten entnommen. Dies kann ein Indiz dafür sein, dass das Passwort, welches verbunden ist mit der verwendeten E-Mail, öffentlich zugänglich ist und nicht mehr sicher ist.